Jetzt sind wir aktuell gerade an einer Rast. Bei der Rast bei 65 Grad. Die Rasten die macht man, damit man kann, den Malz in Zucker umwandeln, sogenannten Maltosezucker. Und das wird nachher gebraucht, damit der Alkohol ins Bier hineinkommt. Da machen wir jetzt bei dem Weizen drei verschiedene Rasten. Eine bei 53 Grad, eine bei 65 und eine bei 78 Grad. Verschiedene Zeiten, wo wir eigentlich auf dieser Temperatur bleiben. Und das gilt eigentlich dort, dass man in dem Schritt den Zucker rauslösen, damit nachher dann auch Alkohol entsteht.